Aufatmen für Thomas Schneider. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart bekommt trotz 8 Niederlagen in Serie eine Gnadenfrist. Am Mittwochvormittag stand Schneider mit seiner Mannschaft wieder auf dem Übungsplatz. Gerechnet hatte mit dieser Entscheidung jedoch kaum noch jemand. Man hat auch heute gesehen, dass man eine Entscheidung gemacht hat, die nicht alltäglich eigentlich in der Situation zu dem Trainer zu stehen, und man merkt, dass alle da in einem Boot sitzen und alle an einem Strang auch dann ziehen. Ich zitter mit, ich hoffe mit und ich bin überzeugt davon, dass der VfB die Kurve packt und nicht absteigt, weil die Qualität der Mannschaft einfach zu gut ist. Am Samstag geht es für den Meister von 2007 gegen Schlusslicht und Konkurrent Eintracht Braunschweig. Alles andere als ein Sieg dürfte Schneider dann wohl endgültig den Job kosten. Die Situation ist auch den Spielern bewusst. Man hat sich ja, glaube ich, ja, intensiv mit der Situation auseinandergesetzt die letzten Tage und einfach gemeinsam entschieden, dass es mit dem Trainerteam auch weitergeht, dass es für uns dann auch der einzige Weg ist, der in die richtige Richtung geht, und da stehen wir voll dahinter. Am Samstag ist ein wichtiges Spiel, wo wir dann einen wichtigen Sieg brauchen, einen richtigen Sieg, einen Befreiungsschlag, damit man dann in Ruhe arbeiten kann. Das ist ein Anfang, oder das muss ein Anfang sein, damit man mit einem besseren Selbstbewusstsein in den nächsten Partien gehen. Als Favoriten auf Schneiders Nachfolge waren bereits der ehemalige HSV-Trainer Thorsten Fink sowie das Duo Krasimir Balakow von Imir Soldo gehandelt worden. Fußballlegende Uwe Seeler sieht die Situation weiterhin sehr kritisch. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es angebracht ist, sich Gedanken zu machen, weil es schon, meine ich, sehr ernst ist. Das ist für Stuttgart nicht anders als für den HSV. Sportvorstand Freddy Bobic verließ am Dienstag kommentarlos das Gelände. So kann Thomas Schneider fürs Erste aufatmen, zumindest bis Samstag. Thank you.